Hallo liebe Dartsportfreunde, ich habe es auf meinem Instagram-Account schon etwas durchblicken lassen. Es gibt Neues von Red Dragon. Naja, wir wissen ja alle, es geht auf die Darts-WM zu, den darauf folgenden Darts-Hype und ist ja auch gar nicht mehr lang, da ist schon wieder Weihnachten. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Und Red Dragon ist stets am Zahn der Zeit und einer der wirklich großen Anbieter, bei dem auch Einsteiger und Preisbewusste früh Kontakt mit der Marke der Champions haben. Oder wer hat nicht schon mal die preisgünstigen Amberjack-Darts in den Fingern gehabt, die GT3 oder die Javelin? Übrigens, dahinter verbirgt sich manch ein etablierter, teurer Spielerdart, aber das ist dann nochmal ein separates Thema. Unter Hinz und Kunz und ich natürlich ab und zu auch, über Amazon ordern, nutzt auch Red Dragon diesen Vertriebskanal geschickt, um teils exklusive oder zumindest begrenzt verfügbare Produkte mit einem frischen Shop-in-Shop zu vertreiben. Darunter eben nicht immer nur das teure Zeug, sondern auch was preisgünstiges. Genau das habe ich von Red Dragon hier. Einmal lustige Flights mit Weihnachtsmotiven, dann gibt es neue Designs von den Hardcore Flights, dann haben sie mir noch ein anderes Set geschickt, das mache ich für einen separaten Beitrag. Aber das Highlight ist, es gibt neue Darts von Peter Snakebite Wright und Gervin Price the Iceman, zusammen in einem World Champions Challenge Set. Los geht's! Ja, alle Jahre wieder, heißt so schön, gibt es hier lustige Flights. Diesmal von Giddy. Gervin Price wünscht Merry Christmas mit seiner lustigen Comic-Tolle hier oben drauf. Dann darf natürlich auch die zweite bekannteste Tolle nicht fehlen. Hier haben wir Peter Party Wright auf lilafarbenen Flights, so im Comic-Style gemacht. Und ich glaube, das ist zum ersten Mal in so einem Set hier mit dabei. Auch The Ferret, Jingle Johnny Clayton, ist diesmal mit dabei. Dann gibt es nochmal neue Designs von den Red Dragon Hardcore Flights in 100 Mikron. 5 verschiedene sind hier in so einem Kombipack mit drin. Ja, Laser-Logo, glaube ich, nennen die Dinger. Wenn wir sie mal aufhalten, mal gucken, ob die so halb transparent sind. Auf jeden Fall kleben die hier ordentlich fest, sind sehr stabile Flights. Oh, schaut doch grundlegend gar nicht so verkehrt aus. Transparent leider nicht, da bin ich immer so ein Fan von, aber okay. Und dann haben wir hier das, worauf sich die meisten normalerweise immer mega freuen. Neue Darts vom Snakebite, neue Darts vom Iceman und das jetzt, what? Zusammen in einem World Champion Challenge Set. Ja, was verbirgt sich denn dahinter? Ja, aber also, der Untertitel hier verrät so ein bisschen, ne? Hier steht Premium Brass. Also, das sind jetzt nicht die super neuen Weltmeister-Darts von den beiden, sondern tatsächlich einfach ein günstiges Ablegerset. Ja, über Amazon vertrieben. Warum denn nicht? Schauen wir mal auf die Rückseite. Grundlegend vom Thema ist es natürlich cool, spricht die Leute an. Und ich sag's ja, Red Dragon will natürlich auch seine Marke im Einsteigersegment positionieren, also früh auch hier an die Marke heranführen. Und da ziehen solche Weltmeister mit den Bildern und ihren Trophäen natürlich ziemlich gut. Ne? Hier steht dann auch wunderbar drauf, wir haben hier ein Powerfeel, ein Sports Grip. Die sind black-coated, definitiv mit einer Round Nose, also abgerundete Nase vorne. Okay, was hat dann unser amtierender Weltmeister hier gerade zu bieten? Precision Feel, also ein präzises Feeling am Barrel. Razor Edge Grip, ja, das ist ein bewährter Grip, auf jeden Fall gut für Leute mit schwitzigen, nassen Händen oder die einfach auch ordentlich Grip bevorzugen. Twin Color, Schwarz-Gold, warum nicht? Und auch abgerundete Nase. Naja, das ist ja nicht verkehrt, dann können die Darts wenigstens nebeneinander landen. Denn wer Brass Darts kennt, weiß auch, dass die bei einem relativ geringen Gewicht trotzdem immer ziemlich dick ausfallen. Mal gucken, wie das hier gelungen ist. Okay. So, kann ich so einem Set was Gutes abgewinnen? Ja, schon. Also wenn ich mich jetzt mal darauf einlasse und sage, komm, das sind jetzt so Einsteiger oder einfach Leute, die mal Spaß haben wollen, am Wochenende ein paar Pfeile werfen, dann finde ich sogar dieses Wettbewerbsgedanke, der Alte gegen den neuen Weltmeister, die einen gegen die anderen Darts, gar nicht so verkehrt. Das Set kostet 30 Euro, also hast du hier nicht allzu viel Geld ausgegeben, 15 dann pro Dartset, hast dein Wallet mit dabei, soweit eine komplette Ausstattung, kann doch direkt losgehen. Vom Design finde ich durchaus auch ansprechend, sieht ja wirklich gar nicht so verkehrt aus. Schön dunkelschwarzes Barrel mit verschiedenen Sektionen, hinten dann so Kontrast nochmal das RD-Logo, gar nicht verkehrt. Ganz anders auf jeden Fall dazu die Snakebite Darts, hier schön dann mit so einem Razor Grip, dazu dann goldschwarz abgesetzt mit dem türkisfarbenen Ring in der Mitte, also macht optisch was her, was mir hier eigentlich ganz gut gefällt, das sind zumindest mal Schäfte, die so halbwegs taugen und auf jeden Fall richtig gute Flights, weil das sind jeweils die Red Dragon Hardcore Flights.
Wenn ihr solche Brass Darts spielen wollt, solltet ihr dazu aber auch wissen, Brass, also Kupfer, seht ihr auch hier an der Farbe, ist ein Material von geringer Dichte. Geringe Dichte bedeutet zum einen, diese Darts sind deutlich leichter, als es vergleichbare Tungsten-Darts mit diesen Ausmaßen wären. Und um hier überhaupt auf ein bisschen Material zu kommen, fallen sie immer relativ dick aus. Kommt Einsteigern aber durchaus zugute, das muss jetzt nicht nachteilig sein, aber ein kleiner Nachteil ist, das Material ist dadurch auch deutlich weicher, als es Tungsten-Darts sind, was bedeutet, das greift und spielt sich auch viel schneller ab. Der für mich größte Nachteil lässt sich hier tatsächlich ein bisschen schwer vermitteln, es ist der Geruch. Wenn ihr nämlich Brass-Darts, also Kupfer-Darts, anfasst, das riecht man auch an den Fingern. Das ist genauso wie wenn du eine Zwiebel oder Knoblauch ohne Handschuhe schneidest, dann hast du das in den Fingern. Und ich schwör's euch, wenn ihr Brass-Darts spielt, ob sie jetzt beschichtet oder unbeschichtet sind, ihr riecht das an euren Fingern. Und Alle? Ja, was denn? Lust auf eine Runde Darts? Ich lehne dich ab. Träum mal weiter, du Vogel, seit wann dit denn? Ja, komm einfach. Wir spielen aber beide mit neuen Darts. Eine Stunde später. Alter, willst du mich verarschen? Was sind das denn für Nuklearbomben? Hast du die auf dem Jahrmarkt gewonnen? Ach komm, das wird lustig. Ist ein neues Brass Darts Set von Red Dragon. Wähl einfach deine Darts. Wir spielen ja beide so dicke Dinger, dann ist auch wieder fair. Ja. Denn ist ja wohl klar, dass ich die Iceman nehme. Ich sag mal nur so, ne? 3:0 gestern beim World Grand Prix gegen die Ratte Razzmatazz. Hat auch einen Abflug gemacht. Wie du gleich. Okay, cool. Nehme ich die Peter Wright und dann mache ich gleich eine Session in Leaderts auf und los geht's. So, na dann. Starten wir. Auspullen. Der erste schon mal drin. Jawoll. Ja, kein schlechter Start. So, gut, na dann, bombenmäßig rin jetzt damit. Knapp, so vorbei. Oh, die ziehen ja ganz schön weg, wa? Dreimal mischt. Oh, sind die leicht. Aber immerhin, ich krieg sie gerade aufs Board. Joa, stabile 60. 60. Stabiler Start, gut, krieg auch hin. Ja, nicht mal so übel. Ah, 45, wa? 45. Fast. 47. Das kann ich auch. Oh, ein bisschen rutschig sind sie, wa? Naja, gut. 60. 60. Oh, 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 oh. Ja, 45. Ein bisschen Eingewöhnung, sag mal, wa? Shit. Ja, kommt noch. Oh. 26. Na komm, was Großes. Sixty. Ja, das kann ich auch. Der ist drin. Komm, noch so ein. Auf den Flight, nein, aber. 85. Schön angemacht, Alter. Kannst du heute? Und jetzt kommt der Wechsel. Ach, shit. 47. Ah, 92. Ja, Erbsensuppe. Ich glaube, ich habe mich für die falschen Darts entschieden.
jetzt aber noch ein Rinder. Scheiß. 45. 112er Finish mit Brass Darts. Oh, der tut weh. Triple 1, Mann. Der war jetzt nicht so geil gestellt. 20. Ja, was war das? Schottische Finish oder was? Ja, das krieg auch hin. So, pass auf, jetzt gebe ich dir nochmal hin. Ah, wenigstens eine 100. 100. Glücksshot, ha? Willst du mir Druck machen? Doch nicht den Peter Wright. Da ist er. Schön sauber. So. Ja, Lucky Affenkopf. Finish kriegst du trotzdem nicht hin. Der wird. Der wird. Yes. 92. Im dritten. Game Shot and the Leg. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß beim Zuschauen und nun wisst ihr auch, wer besser checkt von uns beiden. Meine Meinung nach wie vor, Brass Darts sind Spaß Darts. Man, also ich in dem Fall, kann damit spielen. Ich bin damit jetzt weder besser noch deutlich schlechter. Wobei mir die Snakebite Darts tatsächlich etwas besser liegen, weil sie insgesamt noch etwas griffiger sind und sich dadurch auch besser kontrollieren lassen. Aber so richtiges Feedback und Feeling kommt da nicht auf. Mir sind die Barrel einfach auch zu dick und zu lang. Wenn dich die Eckdaten zu dem Set interessieren, bei den Iceman Darts sind die Barrel etwa 54 mm lang und 8 mm dick, also Durchmesser. Bei den Snakebite Darts sind die Barrel noch ein bisschen länger, nämlich 59 mm und vom Durchmesser 7,5 bis knapp 8 mm. Zum Vergleich blende ich auch nochmal die Gewichte der Barrel ein. Die Iceman Darts liegen gewichtsmäßig nahe beieinander und kommen auf rund 22 Gramm so. Mit Schäften und Flights sind es dann ungefähr 23,8 Gramm im Schnitt. Die Snakebite Darts haben eine etwas größere Abweichung voneinander und wiegen im Gesamtsetup dann rund 23 Gramm. Was ich euch auch zeigen kann, sind die schnellen Abnutzungen der Darts. Hier seht ihr bereits Kerben hinten und vorn, wo die Darts halt aufeinander knallen oder auch abblätternde Farbe von den vorbeischrappenden Spitzen. Darum ist an den Stellen zum Beispiel auch schon das blanke Kupfer zu sehen. Und das waren jetzt gerade mal ein paar Legs, also vielleicht eine Stunde spielen, wenn es hochkommt. Wenn ihr also regelmäßig mit denen ballert, sehen sie ziemlich schnell abgeranzt aus. Darum bleibe ich dabei, Brass Darts sind Spaß Darts. Die sind dick, nicht besonders griffig, spielen sich halt schnell runter. Von der Idee ist das Challenge Set nett gemacht, die Schäfte und Flights finde ich sind auch brauchbar. Wie gesagt, für gelegentliches Spielen kann man es mal machen. Loxley hat vor kurzem ja seine Kupfer-Zink-Darts vorgestellt. Da sind noch ein paar Sets unterwegs zu mir. Die sollen genau die Lücke schlagen, dass sie die schlanken Ausmaße eines Tungsten-Darts haben, dabei aber griffig sind und immer noch moderat im Preis. Na mal gucken, ob sich mit den Cousin meine Meinung zu Brass-Darts ändert. Sonst würde ich immer sagen, wenn du regelmäßig spielst und auch Spaß am Darts haben willst und auch besser werden, ja dann greif zu Tungsten-Darts. 80-90% Tungsten-Barrel oder auch manchmal komplette Sets kriegst du schon im Preisbereich zwischen 25 und 35 Euro. Die sind wirklich vernünftig und auch gut spielbar. Das müssen nicht immer gleich 50, 60 oder noch teurere Darts sein. Und damit bin ich am Ende von diesem Video. Ich sage lieben Dank fürs Zuschauen und wie immer an dieser Stelle tschüss, ciao, good darts, euer Olli.